So, hier ist Theo. Ich habe diesmal keine Lust auf die Einleitung eines Vlogs wie Hallo, es ist X Uhr, ich stehe hier im Bahnhof Y und bin jetzt auf dem Weg nach da und da. Ich bin gespannt, was mich erwartet, denn das ist das erste Mal, dass ich hier und so weiter. Denn das habe ich schon öfter gemacht. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal, aber diesmal nicht. Also sage ich einfach, ich sitze bereits in der Bahn Richtung Düsseldorf, schön mit einer FFP2-Maske. Überquere ich die Grenze, kann ich auch zur medizinischen Maske wechseln. Andere Länder, andere Sitten und so. Das Ziel? Dokumi in Düsseldorf. Das ist Düsseldorf, die Immermannstraße. Vor der Dokumi sind die ganzen Japan-Lover hier, denn hier gibt es tonnenweise japanische und asiatische Läden. Was ich cool finde, ist der Supermarkt Daeyang. Kurz, ein Supermarkt mit echt vielen Japano-Sachen und hier bekommt man auch Brote von der mittlerweile geschlossenen Bäckerei Bakery My Heart. Melonpan ist super hier. Auf derselben Straße gibt es Bingo. Ich konnte es beim ersten Mal nicht lesen, muss ich zugeben. Nach langem Überlegen dachte ich erstmal, Eisge-Go? Nein, stimmt gar nicht. Aber das ist Bingo. Da gibt es Matcha Soft Ice und Taiyaki 1A. Direkt nebenan der Bubble Tea Laden Sphere Bay. Im Laden findet ihr auch die 4x2 Meter große Zeichnung von der genialen Künstlerin Shinosuke Uchida. Ihr YouTube-Kanal findet ihr in der Infobox. Oft streamt sie da Final Fantasy, Ehrenfrau. Ach, die Zeichnung hat sie auch tatsächlich in Deutschland gezeichnet, von vorne bis hinten in 3 Tagen. Was nicht fehlen darf, ist der Takagi Buchhandel. Hier findet ihr tonnenweise Japan-Bücher und coole Goodies und Schreibwaren. Mittlerweile gibt es auch eine zweite Filiale für Figuren und Co. Am Anfang der Immermannstraße gibt es in Tainz der Asiamarkt. Ich fand's mega, dass man da Bento-Boxen kaufen kann und Karage. Und Karage, nice. Gegessen habe ich bei dem fantastischen Soba-Nudelladen Soba-An. Nicht Soba, sondern Soba. Hier werden die Soba-Nudeln immer frisch gemacht und man kann immer sehen, wie die Meisterin persönlich knetet und knetet. Der Vorgang dauert wirklich zig Minuten. Es wird immer wieder geknetet und ausgerollt, bis der Teig Millimeter dünn wird. Ich habe mir das die ganze Zeit angeschaut, hatte irgendwas Meditatives. Etwas später gab es noch Lame-Nudelsuppe bei Naniwa. 1A-Laden, da bin ich, glaube ich, immer, wenn ich in Düsseldorf bin. Ansonsten sind Läden wie Takumi oder Kushite auch top. Es gibt einfach so viel in Düsseldorf. Jedenfalls waren das meine Vor-Dokumi-Düsseldorf-Tour und am nächsten Tag ging es zur Messe. Vom Bahnhof Messe läuft man schön 15 Minuten lang. In der Zeit bereitet man sich mental vor und baut extra die Spannung auf. Dafür sind die 15 Minuten Wege schon wichtig. Sag ich mal, irgendeinen Grund muss man haben, dass man so lange läuft. Die Dokumi kennt ihr sicher. Das ist sozusagen der deutsche Comic-Market, daher Dokumi, Deutsche Comic-Market, doch. Eine der größten Manga- und Anime-Conventions und eine Veranstaltung mit den meisten Künstlertischen in Deutschland. Ich glaube, es waren 750 plus minus ein paar. Viel muss ich da wohl nicht erzählen, aber der Händlerbereich war richtig gut besucht. Japanische Süßigkeiten, Klamotten, Figuren, Fake-Waffen, also so stumpfe Schwerter und so, Thema Fantasy, Dakimakuras, also Beischlafkissen. Ja, ihr habt's richtig gehört. Großes, langes Kissen fürs Bett mit verschiedenen Motiven drauf. Dazu gab es noch einige Stände von Verlagen für Manga-Bücher, Anime-DVDs oder Streaming-Diensten. Auch der Händler JSTOR war vor Ort. Das ist der Laden, bei dem ich meinen ersten Community-Treff gemacht habe. Das Video dazu findet ihr in der Infobox. Ein schöner Laden in Hamburg und in Berlin. Mehr oder weniger waren alle Stände gut besucht. Seht ihr auch hier im Video. Es gibt auch tonnenweise andere Dokumi-Videos und da seht ihr auch, wie viel auf der Veranstaltung los war. Und natürlich gab es auch viele, viele Cosplayer. Um 15 Uhr hatte ich eine kleine Autogrammstunde gehabt bei der Künstlerin Chiana, die die Kanalbadges, Overlay, Autogrammkarte, Visitenkarte und vieles mehr für mich gezeichnet hat. Auch ihren Kanal findet ihr in der Infobox. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Ich dachte, ich habe mehr als genug Autogrammkarten mitgenommen, aber das war nicht der Fall. Sie waren am Sonntag alle. Es war echt nice, euch auch so persönlich kennenzulernen. Denn nicht jeder hat es ja auch geschafft, nach Hamburg zum JSTOR zu fahren. Gerne auch ein nächstes Mal irgendwo in Deutschland oder wo auch immer. Ruf nach mir und ich bin da oder so. Mal sehen, wohin ich das nächste Mal gehe. Österreich? München? Schweiz? Spannung steigt. Und noch eine kurze Dokumentur. Es gab viele Itashas. Also mit Manga- und Anime-Motiven dekorierte Autos, Gaming-Halle mit coolen Retro-Bereich, meistens interessant für Leute über 30, die noch Mega Drive, Super Famicom oder Amiga 500, C64 und ähnliches kannten. Also lange, lange vor der PlayStation 1-Zeit. Mittlerweile haben wir die PlayStation 5.
die Konsole, die irgendwie immer noch nicht so ganz erhältlich ist. Natürlich darf auch der Platz für Just Dance nicht fehlen. Auch der Platz war immer voll. So, das war meine kleine Dokumentur. Einige fuhren mit den regionalen Zügen zurück, vermutlich auch wegen des 9-Euro-Tickets. Diese Bahnen waren wirklich voll. Nichts fuhr dann pünktlich. Obwohl, das ist ja eigentlich Standard. Da ich nicht 8 Stunden fahren wollte, fuhr ich mit dem ICE zurück nach Hamburg. Schön einen Platz im Ruhebereich gebucht, doch einige hatten da richtig laut geredet und Partys gemacht. So viel zum Thema Ruhebereich. Achtet irgendwie niemand drauf. Aber um wenigstens meine innere Ruhe trotz der lauten Umgebung zum Ausdruck zu bringen, zeige ich hier noch das Video vom Blumenbeet aus Düsseldorf auf dem Grundstück der Messe. Würde auch gerne im nächsten Jahr wieder dabei sein. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr das Video zu Ende geguckt habt. Danke für euren Support, Unterstützung, Mitgliedschaft, Daumen hoch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Hiro von Einfach Japanisch. Matane. Matane.